Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 16. Wir befinden uns im European Shield Cup, European Continental Shield, genau, Vorbereitungsturnier mit Göteborg, und wir befinden uns im Halbfinale. Also wir haben einiges richtig gemacht und wir starten doch jetzt hier direkt mal in die Auswahl. Und dann sehen wir hier, dass wir ein bisschen was ändern müssen. Also Riski und Engwald sind angeschlagen. Da bringen wir jetzt mal Boman und Skuld. Und über rechts außen. Das gefällt mir nicht unbedingt so. Stürmer. Dann wechseln wir mal Riski mit Saba. Petersen, Eriksen, Jönsen. Ja, und unser Smetberg ist immer noch unterwegs. Das ist sehr beruhigend. Beziehungsweise eigentlich hätte ich gerne auch mal einen Ersatztorhüter hier drin. Das wäre ganz cool. Und dann schonen wir Eriksen. Genau. So, und so spielen wir dann. Genau, mit unserer Startaufstellung, wie wir es bisher auch immer gemacht haben. Und versuchen natürlich dann auch mit zwei Stürmern ordentlich Gas zu geben. Also, wir spielen in der Veltins Arena. Veltins Arena, das Zuhause von Schalke 04 im Ruhrbott. Und ja, Halbfinale. Wir wollen natürlich unbedingt das Halbfinale gewinnen, weil es gibt auch wieder Geld. Ja, ganz wichtig für den IFK Göteborg, damit wir eben auch unsere finanziellen Mittel aufstocken können. Wir haben nämlich aktuell ein Transferbudget von 2,28 Millionen nur und ein Gehaltsbudget noch von 35.000, also viel geht da nicht. Das heißt, wir können uns eigentlich niemanden kaufen. Wir werden aber dennoch nach diesem Vorbereitungsturnier oder beziehungsweise nach diesem Halbfinale, werden wir mal schauen, werden wir mal gucken, ob wir einen Spieler entdecken, den wir uns leisten können, der so ungefähr in unserer Preiskategorie unterwegs ist. Aber jetzt geht es hier erstmal los. Veltins Arena, Halbfinale. So, wir lassen den Gegner wie immer erstmal kommen. Ah, schade. Okay, komm, zurück. Unser Torhüter wie immer sehr gut. Oh, über den Haufen gerannt, aber es gibt keinen Foul. Das ist interessant. Also die sind richtig stark. Ich denke, das wird nicht einfach. Und ich kann auch irgendwie da unten auf dem Radar nicht wirklich unterscheiden, wer zu wem gehört. Der gehört definitiv nicht zu mir. Ja, Männer, irgendjemand muss drauf gehen. Ach, das kann doch nicht sein, dass ihr euch einfach so den Ball abnehmen lasst. Ich glaube, es wird ein sehr zähes Spiel heute. Der kommt natürlich nicht an. Die stehen richtig gut da hinten.
Oh, der war nicht schlecht. Richtig schön durchkombiniert. Aber, der hat eigentlich meines Erachtens sogar noch den Außenpfosten berührt, also viel hat nicht gefehlt. Lieber nochmal zurück. Ja gut, das war jetzt eben eigentlich auch überhaupt nicht zwingend genug, ne? Aber wir legen uns den Gegner so allmählich zurecht. Das ist schön, das ist wunderschön. Fällt mir da immer nur wieder ein. Mann, hey, die machen ganz schön dicht, das ist übel. Oh, hey. Die stehen richtig gut und es gibt Gelb. Sehr schön. Für LS. Sind das Holländer oder was? Wir versuchen es einfach mal direkt, oder? Okay, so schlecht war er gar nicht. Aber halt auch nicht zwingend genug, ne? Ja, der war abgefällt. Es gibt Eckball. Hey! Der war drin. Ja, jetzt ist er drin. So sieht's aus, 1-0. Obwohl ich schon fast behaupten würde, dass er vorher schon drin war. Oder war da Linie? Ist egal. Auf jeden Fall war er danach drin. Sehr schön. Also wir haben die harte Nuss geknackt. Ich muss auch wirklich ganz ehrlich sagen, also das war wirklich jetzt anstrengend, die 42 Minuten. Das war ein hartes Stück Arbeit. Boah, unser Torhüter, sehr schön. Gut gemacht. Jeder Mann und kein Elfmeter produzieren.
Das müsste Abschuss geben, oder? Was? Okay. Torhüter? Nur einer. Ja, wieder Eckball, das gibt's doch nicht. Jeder zu seinem Mann. Sehr schön. Und Halbzeit. Gut, dann werden wir jetzt mal in der Halbzeit werden wir jetzt mal die Formation ein bisschen ändern. Und zwar zu offensiv. Das ist gut. 4-5-1 breit. Genau. Hier wieder ein bisschen umsortieren, genau. Genau, wir gehen jetzt auf die Formation. Taktiken, wir bleiben auf Konter. Genau, also ein bisschen die Formation ändern. Und dann sollte das gehen. Oh, okay. Eben muss ich auch ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen irritiert, wer jetzt wer war. Schön verschieben auf rechts, Männer. Sehr schön. Ist da irgendwo einer? Oh, schade. Es war richtig schön gespielt. Ja, voll über den Fuß gerutscht. Aber egal, weiter geht's. Nicht so weit raus. Sehr schön. War zwar eben saueng, aber es hat gereicht. Och, hey. Man kann es auch übertreiben, gell? Es muss Geld geben. Die Chance nutzen wir aber und schauen mal, dass wir wechseln. Ich bin am Überlegen. Nee, wir lassen es erstmal noch. Ja, aber die wechseln was? Ja. Das sieht doch kein Mensch. Ah, schade. War ein Versuch wert. Sehr schön. Gut aufgepasst hinten.
Scheibenkleister. Mensch, wenn der durch gewesen wäre, hey. In der Mitte. Boah. Mensch, rennt euch doch nicht gegenseitig über den Haufen, hey! Oh, das gibt's doch nicht! Da muss ich jetzt auch mal laut werden. Ist ja unfassbar. Oh, ups. Das war falsch. Ach Gott. Jetzt wechseln wir erstmal. Wir bringen neuen Defensiven. Peterson und Saba. Geil ist ja auch, auf den Trigger stehen ja keinen Namen drauf. Das ist ja auch toll. Aber Saba geht ein bisschen in die Spitze. Sehr schön. Und da haben wir schon Saba. Sehr schön gelöst, Männer. Och, warum... Also manchmal verstehe ich das System von FIFA nicht. Ach, jetzt gibt es wieder Freistoß. Aha. Da lenke ich extra nach vorne, dass er dann den Steilpass nach vorne spielen soll und dann macht das nicht. Halt weg. Sehr schön. Oh, das gibt Eckball. Was? Wie soll denn der Ball bitte da landen? Jetzt machen wir doch mal hier nochmal... Boah, Albeck ist blatt, hey. Müssen wir jetzt Engwald bringen. Lass dich doch nicht von dem. Torwart. Das war ein guter Abwurf, muss man schon sagen. Und Schlusspfiff. Das war interessant und schwer. Also das muss man definitiv sagen, es war nicht einfach. 1-0 haben wir dennoch gewonnen durch das super Kombinationsspiel. Jakob Ankersen
hat unser Tor gemacht. Das wichtige Tor, dass wir nicht in die Verlängerung müssen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Und ja, jetzt stehen wir im Finale. Und das Finale wollen wir natürlich auch gewinnen. Definitiv. Da müssen wir jetzt mal schauen, wer denn jetzt im Finale auf uns trifft. Braunschweig. Braunschweig hat gegen 1860 München 2-0 gewonnen. Das heißt, Finale gegen Braunschweig. So, Turnierpreisgeld 730.000, perfekt. Pressekonferenz, ich kann meine Mannschaft einfach nur loben. Ja. Mal hier weiter. Und sobald wir dann das Finale gespielt haben und hoffentlich gewonnen haben, müssen wir mal schauen, was die Mannschaft sagt. Oh, die sind alle fit wieder. Bis auf Ahlbeck. Da können wir Eriksen bringen. Und alle anderen sind topfit. Ja, perfekt. Ahlbeck ist ein bisschen angeschlagen. So. Dann ersetzen wir den mal durch unseren Torhüter. Bohmann ist ein bisschen angeschlagen. Und der ist immer noch weg. Ist ja unfassbar. Aber Saba hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Deswegen bringen wir den mal für Bohmann jetzt. So, und das ist dann unsere Aufstellung für das Finale gegen Braunschweig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann sehr bald sogar wieder. Also nicht erst am Wochenende, weil das Finale möchte ich ein bisschen vorziehen. Sehen wir uns dann zum Finale gegen Braunschweig. Und jetzt will ich gerade mal gucken, wo wir spielen. Wir spielen im Signal Iduna Park. Alles klar, dann in diesem Sinne. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.